Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Lost Berg. Und ja, wir sind jetzt, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ja, in der Folge werde ich jetzt einmal an Saat-O-Walzen gehen. Damit, ja, dort Viecher nicht so viel ausbecken und sowas. Du weißt, dass die eigentlich im LS für vorn gedacht ist, aber ja, bei uns nimmt das Ding auch jeder für hinten und so, also ja. Hinten zum Saat nachwalzen. Die meisten haben zwar schon größere, aber die, wo halt nur so kleine haben, die nehmen es dann nachher. Und ja, muss ich jetzt dafür die Lenkeinrichtung sparen, weil mir so ungeschickt, wenn der dann quasi falsch rumläuft und versucht zum Lenken. Da kommt jetzt nicht das Beste heraus, um es mal so zu sagen, glaube ich. Und deshalb sperre ich die halt. Weil Federn haben da einfach den Frieden und Kraft, da kann man halt dann einfach durch das Vierkant kommen, Bolzen durch und dann können sie der nicht mehr bewegen. Hat zwar ein bisschen Spur, aber das macht dann nichts, finde ich. So, dann fangen wir mal an. So, kann man schon den Gang nehmen. Hoffe jetzt einfach mal, dass das Ding nochmal grob passt. Gut. Dann kommen wir jetzt die Saatchi-O-Walzen damit. Aber ja, fangen wir jetzt da erst einmal das Vorgehen. Und dann mal schauen, ob ich vielleicht nachher noch in dem Gang quasi mit wenig Gas fahre, damit ja, no, jetzt fällt mir nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Damit ich, ja, nicht so viel Sprit verbrauche. Und das ist dann doch auch ein Vorteil. So, dann alle einmal rüber. Dann ein bisschen lang, also was ich nehme, 1500 Touren oder was. So, und jetzt den dritten nehmen. 11 km/h sei angeblich mit. Soll schon ein bisschen mehrere Touren geben. So, dann fahren wir jetzt einmal schick gemütlich mit wenig Gas dahin, damit man auch nicht zu viel Sprit verbraucht. Und alle her. So, ich fahre jetzt einfach. Muss ich mir halt merken, wo ich zum Umwalzen angefangen habe, weil man sieht es halt leider nicht wirklich im LS. Und ja, deshalb wäre ich jetzt da einfach frei Schnauze das machen müssen. Wäre halt nichts hilfreich, wenn ich die jetzt entsperre. Dafür den Speer in die. So. Guck mal, ein bisschen so um Kurven fahren. Aber zu viel um Kurven mehr hätte ich mit dem Ding trotzdem jetzt nicht fahren. Weil da taugt halt einfach irgendwie nicht und man schiebt so viel Code hin und her und ja. Also man hebt es lieber aus, sagen wir es mal so. Alle her. Dann waren wir da, meine. Und ja, die Walzen gibt es auf Montab, ist meine von Vertex, kehrt eigentlich für vorn drauf, für Zahnmaschinen, aber ja, wie gesagt, bei uns in echt werden die Ara so hergenommen. Und warum wird er das dann im LS nicht nur so, nicht so hernehmen, nur weil es im LS die quasi keine Düngestufe oder was bringt. Aber ja. Und vor allem, man macht sie eigentlich recht gut davor, man braucht hier keine Leistung und nix, und ja, wobei an der Leistung, wenn er so ein bisschen was braucht, das am Farmer sicher auch nicht fein, aber da habe ich halt jetzt nur einen Farmer genommen, weil der am leichtern ist und halt am besten dann übertrocknet quasi. Ich hätte zwar eigentlich für den nur Doppelreifen rumliegen, aber die finde ich hat es jetzt nicht braucht für die Arbeiter extra aufzuziehen. Damit war ich natürlich noch mehr bodenschonender, aber ja, hätte natürlich einen Lader abmontieren können, aber
Das ist bei dem dann doch schon blöd, die Arbeit mit den ganzen Bolzen und dem, bis die heraus, dann sind die Hydraulikanschlüsse abstecken und alles das. Mach's nicht freiwillig zu oft. Aber, ja, ich denke mal, ich werde das andere Feld, bevor ich drüber wollte, nochmal mit der Kunstdungmaschine drüber fahren. Weil das eine Gabel braucht. Und dann kann ich das gleich hier umwalzen, damit ja das dann schon mal ein bisschen im Grund drin ist und ja schon mal ein bisschen auf die Pflanzen ist, dass dann beim nächsten Regen wirklich was passiert und das nicht nur braucht bis der Ei wirkt, aber ja, das hätte dann eigentlich auch recht gut. Ich hoffe. Und ja, ich wollte jetzt, also der Schlag wäre jetzt dann gewollt und dann war ich noch nicht, ob ich ein MF oder ein Dänert-Kunstdungmaschine oder vielleicht der Deutsch, der nämlich immer noch mit dem Pflug am Acker, da war jetzt falsch zum Weiterackern und deshalb werde ich den jetzt eher erst nicht hernehmen. Der kommt dann, also beim Mann kommt der safe wieder zum Einsatz, weil das halt einfach der einzige Bullock mit Fronthydraulik ist. Und ich hätte auch Frontmauerwerk gehabt und das irrsinnig war, wenn ich dann einfach nur mit dem Heck mal wegmachen darf. Aber sonst nehme ich ein Ding irgendwie nicht so viel her, trotzdem, dass er eigentlich der neueste Bullock und so war. So, zirkt er jetzt einer. Willst du mir jetzt verarschen oder was ist das? Scheint das war. Hat er in dem tiefen Drehzahlbereich nicht genug Power dann zum Auffahren tatsächlich. Wenn man da manuell immer noch ein bisschen Gas nachgeben. Aber ja, ich denke mal, dass das mit dem Feld war. Weil ich ihn so genau aufpasst, wenn ich ein bisschen was ausgelassen habe. Aber dann fahre ich jetzt erstmal meinen Farmer heim und schau. Ja, ich gehe mir davon aus, dass ich den umspare. Oder ich kann da eigentlich einmal wieder einen EMF nehmen, wobei da. Also Umspanner von der Art länger dauert, aber ich muss ja danach das drum eh wieder drüber zum Festwalzen und die Art, die wäre jetzt erst einmal Vortag nicht mehr brauchen. Von daher glaube ich jetzt einfach mal, werde ich die Art drunter nehmen, weil es dann doch schneller geht, um es mal so zu sagen. Oder nicht schneller geht, aber ja, weil ich dann nicht so oft umspannen muss. Ja, der mal fein blinken, aber wenn keiner kommt, zumindest irgendwann einmal tut. So, alle hepp. So, stell den da so her. Handbremse, einen Gang raus. FL, der hat auch ein neues Steuergerät erst eingerückt, von daher ist das jetzt dann nicht so, dass man aufpassen muss mit die Frontlader bei mir, Gott sei Dank. So, Frontlader kann man schlecht runterlassen. Falsche Steuergeräte, Zapfen runter, Art runter. Und ja, ich werde schauen, dass ich das Saatgut erst schon wieder zurückkippe, sonst habe ich so viel Gegengewicht, dann trockt er so schlecht über. Und ja, ich will dann doch auch nicht die zu großen Riefen da im Acker hinterlassen. Deshalb wäre jetzt dann auch noch die Schaufel runter da, weil erstens versperrt die Sicht und zweitens ist nur unnütz Gewicht, das ich nicht dabei haben muss. So, Rückwärtsgang. Und ja, wenn es nicht mitnehmen braucht, dann lasse ich es lieber da. So. Und damit 2 Metro. So. Alles so. Dann geht's mal los. Auf die 190er zum Kunstdünger schmeißen. So. 30 gelangt jetzt da am Tafel, was ja nicht zu arg. Die leider auf den Senkel gehen.
wenn meine Eltern am Wochenende was da kann, weil man halt unter der Woche anders zum Tun hat. Wenn man es nur im Nebenerwerb macht, so sind wir 8. 4 auf 10 km/h. Oh, Pein, ja, mit dem Schlupf kann das jetzt ausgehen mit 10,3. Weil ich habe es jetzt auf 10, auf 10 Grad ausgerechnet. Oder ein Kunstdüngerstreuer auf 10 Grad Obdraht und ich habe heute keinen kein Messer, also kein der, wo mein Schlupf misst. Und da jetzt extra wegen dem kleinen Viertel nachzumessen und den ganzen Schmarrn machen, sehe ich nicht ein, das heißt, das wird freischnauzig gemacht. Lieber ein bisschen, ja, also zu wenig sollte ich jetzt auch nicht schmeißen, aber lieber ein bisschen zu wenig wie ein bisschen zu viel. Weil, ja, ist dann doch nicht gut, wenn man überdüngt. Dann, ja, Wasser tut es nicht gut und am Geldbeutel tut es jetzt auch nicht unbedingt gut, wenn ich da mehrere Tonnen kaufen muss. Von daher ist es dann quasi eine Win-Win-Situation. Und ja, dann werde ich jetzt erst einmal schauen, dass ich da vorgewendet quasi fahre. Das heißt, ich fahre jetzt da hinauf und dann mache ich erst das Innere und dann werde ich bei der anderen Ausfahrt rausfahren. Dann kann ich da, oh, ich streiche wieder viel zu weit hinum. Dann kann ich da bei den nächsten Male, schön, no, wie sagt man, habe beim nächsten Mal schön die Spuren, da wo ich dann fahren kann. Also die schönen Fahrgassen drin, hoffe, dass ja, man das nicht zu viel geht, jeder machen sollte. Mit ewig oft Arbeitsbreiten vom Streier umstellen und sowas. Und zu oft umkehren oder so ein Schmarrn. Aber da wäre jetzt tatsächlich einmal hierfür fahren müssen, weil ja, sieht es sonst nicht ausgeht. So. Jetzt einmal aufs Gasstein. Alle heb. Und ausschalten. Nicht so viel vom Gas, aber geht um Streit zu wenig. Ja. Der MF taugt eigentlich auch recht gut. Aber der Agro Star ist halt dann doch nochmal ein bisschen größer und auch ein bisschen moderner von der Kabine her und so. Aber tatsächlich fahre ich aus irgendeinem Grund einen Agro Star zur Zeit nicht so gern, weil die Kisten, an der habe ich halt jetzt in letzter Zeit so viel. Also, Farmer fahre ich allgemein recht gern und der ist halt zur Zeit so wegen am Frontlader und der Agro Star, da sitzt halt auch schon viel her dran und also ich sag's mal so, mir kommt der Agro Star globiger vor wie der. Und ja, deshalb fahre ich halt irgendwie zur Zeit lieber mit dem. Und ja, die Straßenloch, da werde ich auch mal schauen, dass das ausbessert wird. Aber ja, ich denke, das war's dann auch schon wieder für die Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Gern abonnieren, liken, kommentieren. Und ja, dann vierte.